Herzlich willkommen, lieber Fabrikbesitzer. Wie mein Bett da hinten schon verrät, bin ich der Seno. Und heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio Mod Monday. Heute mit dem Thema auf Zuschauerwunsch Logistik Cards. Diese Mod bringt im Grunde, ja, diese kleinen gelben oder orangenen oder ockerfarbenen Busse ins Spiel, die ein bisschen so funktionieren wie fahrende Kisten. Ich klicke mal eins an und ihr könnt sehen, die haben hier unten ein Inventar. Und wie ihr sehen könnt, fahren die hier ganz automatisch irgendwie über die Karte zu irgendwelchen Kisten und lassen sich beladen. Fahren dann hier zu irgendwelchen anderen Kisten und werden entladen. Und hier oben wird Kupfererz eingeladen und das wird dann hier zu Kupferplatten und Eisendraht verarbeitet, Kupferdraht verarbeitet. Und ja, was diese Mod im Einzelnen alles leisten kann, ob diese Mod etwas für dich ist und wie man diese Mod richtig benutzt, das zeige ich dir alles nach dem Intro. Bleib dran und danke fürs Einschalten. So, ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Bevor wir allerdings richtig loslegen, einmal noch der Hinweis unten in der Videobeschreibung. Wie immer findet ihr den Link zur Mod, also falls ihr euch interessiert, müsst ihr nicht lange suchen. Findet ihr einfach dort unten. Und das zweite ist, alle Inhalte, die diese Mod neu ins Spiel bringt, finden sich in eurem Crafting-Menü hier unter Logistik Cards. Das heißt, in den anderen Reitern ist nicht irgendwie noch was versteckt, sondern alles schön sortiert hier zu finden. Der Übersicht halber war ich mal so frei und habe alle diese Items, die man hier neu hat, hier unten in meine Quickbar getan. Ja, darüber werde ich jetzt arbeiten, damit ich das Menü nicht so oft öffnen muss. Aber die sind genauso angeordnet wie hier im Crafting-Menü. Dann gucken wir uns doch mal an, was diese Mod macht. Ja, ihr bekommt zwei verschiedene Fahrzeuge. Einmal hier oben die Cards und einmal die Electric Cards. Die normalen Cards brauchen irgendeine Art von Treibstoff, damit sie anfangen sich zu bewegen. Und die elektrischen brauchen logischerweise irgendeine andere Form der Energie. Da können wir dann zum Beispiel einen Fusionsreaktor reinpacken und noch ein paar Batterien, falls wir irgendwo hier welche finden. Ja, klatschen wir die da mal rein und dann müsste das Ding anfangen sich zu bewegen. Ja, da fährt er los. Hat einen kleinen Moment gedauert, aber jetzt fängt er an sich zu bewegen. Und die anderen Cards, ihr ahnt es ja schon, wenn wir da Kohle reinpacken oder was auch immer, dann fängt das Ding auch an zu fahren. Ja? Also die beiden Möglichkeiten habt ihr entweder fossile Brennstoffe oder über das Equipment mit elektrischer Energie. So, und wie ihr hier schon gesehen habt, die ganz einfachen grünen Pfeile, die einfach nur Path heißen, die sorgen dafür, dass die Fahrzeuge sich entlang der Pfeile bewegen. Ja, ihr seht das hier oben. Das funktioniert im Grunde genauso wie eine Straße. Die haben jetzt hier oben aufgehört, weil hier keine grünen Pfeile mehr sind. Mache ich hier jetzt einen Pfeil in die rechte Richtung, fährt er nach rechts. Führe ich ihn dann nach oben fort, fährt er nach oben. So funktioniert es nicht, weil der letzte Pfeil nach oben zeigt und er jetzt nicht nach rechts abbiegen kann. Ich brauche einen, der nach rechts zeigt. Ja, also er wechselt immer die Richtung, in die der Pfeil zeigt. Nicht in die der nächste Pfeil zeigt. Seht ihr das? Einmal als Beispiel noch, ich lasse den nach rechts fahren und wenn ich will, dass er nach unten fährt, muss der Pfeil hier sein und nicht hier. Ganz wichtig. Ja, er wechselt, er guckt sich immer das Feld auf, er guckt sich immer das Feld an, auf dem er steht. So. Das sind die grünen Pfeile. Eigentlich super easy erklärt. Das nächste in der Liste sind diese weißen Pfeile. Die nennen sich Continue Off-Road. Und ihr könnt hier schon sehen, was passiert. Der Pfeil gibt den Befehl an das Fahrzeug, immer weiter in diese Richtung, in die der Pfeil zeigt, zu fahren, bis er einen neuen Befehl bekommt. Während auf den grünen Pfeilen, ihr seht das ja hier, die Fahrzeuge anhalten, fahren sie auf den weißen Feldern einfach weiter, bis sie einen neuen Befehl bekommen. Hier zum Beispiel der grüne Pfeil nach oben. Ja, so würde das Ding jetzt hier immer im Kreis fahren, den grünen Pfeilen entlang, bis er auf das weiße Feld kommt. Das sagt ihm, fahr weiter, bis du einen neuen Auftrag bekommst. Und das wäre dann hier das grüne Feld, das er dann betritt und dann nach oben gelenkt wird. Damit haben wir schon mal zwei wichtige Felder, um diese Autos zu bewegen, abgehakt. Die ganz normalen grünen und die ganz normalen weißen Felder. Damit lässt sich schon eine ganze Menge machen, aber die Steuerung kann noch ein bisschen verfeinert werden. Als nächstes kommen die blauen und die orangenen Pfeile. Die funktionieren fast gleich, aber haben einen kleinen, dezenten, wichtigen Unterschied. Erstmal die blauen, die nennen sich Optional Route, also ja, optionale Route auf Deutsch. Wir können hier sehen, was passiert. Es kommt ein Fahrzeug an, der grüne Pfeil zeigt nach oben und der blaue nach links. Und er biegt nach links ab.
So weit, so gut. Aber warum? Das funktioniert ja genau wie ein grüner Pfeil. Bis diese Route blockiert ist, tun wir hier jetzt ein Fahrzeug hin, führt dieses Fahrzeug, weil es nicht nach links abbiegen kann, weil es nicht die optionale Route nehmen kann, den letzten Befehl nochmal aus und fährt einfach weiter nach oben. Ja, wir sehen es hier. Route ist blockiert, also fahr geradeaus weiter. Also den letzten Befehl, den du hast, behalt den, weil du nicht abbiegen kannst. Lösche ich das Fahrzeug, mache hier wieder einen normalen grünen Pfeil hin, wird wieder nach links abgebogen. Die orangenen Pfeile funktionieren fast genauso. Ihr könnt das sehen, das ist genau derselbe Aufbau, aber die Fahrzeuge fahren nach oben weiter. Das ist die alternative Route. Nicht die optionale, sondern die alternative Route. Das bedeutet, fahr geradeaus weiter, es sei denn, da wo du eigentlich hinfahren sollst, ist blockiert, dann bieg ab. Also wenn ich hier jetzt die Strecke blockiere, nimmt er jetzt die alternative Route. Das heißt, er versucht bei den blauen, dem blauen Pfeil zu folgen, außer es ist blockiert. Und bei den orangenen, die ignoriert er, außer die Fahrtrichtung ist blockiert. Die funktionieren also quasi genau entgegengesetzt. Blau heißt, blau hat Priorität, macht das, was der blaue Pfeil sagt, außer es ist blockiert. Und orange sagt, mach das, was du normalerweise machst, aber wenn es blockiert ist, dann mach das, was der orangene Pfeil sagt. Ein kleiner, aber wichtiger und feiner Unterschied. Das nächste Symbol in der Leiste ist optionale Route und in Klammern Fuel, also Treibstoff. Was passiert ist, wir haben dieses Feld hier platziert. Hier ist der blaue Pfeil, der nach rechts zeigt und dieses kleine Tankstellensymbol hat. Und ihr könnt schon sehen, hier biegt einer ab, einer von unseren Karts, fährt zu diesen Kisten und wird mit Treibstoff beladen. Ich nehme mal hier den letzten Kart in der Reihe und der hat momentan noch 181 Solid Fuel, was mehr als genug ist. Nehme ich ihm jetzt aber ganz viel davon weg, wird er abbiegen. Ja, der hier vorne hat 159, ist rübergefahren, der hier hat nur 12 und ist abgebogen. Das heißt, wenn die Fahrzeuge unter einem bestimmten Wert Treibstoff nur noch geladen haben, dann biegen sie ab, sonst fahren sie weiter. Das lässt sich in den Mod-Optionen einstellen. Ich muss mal kurz gucken, ich weiß nicht, ob bei Per Player Logistikkarten, hier steht's. Hier könnt ihr einstellen, ab welchem Wert abgebogen werden soll. Ja, wir gucken mal, der hier hat 151. Wir nehmen ihm das weg und er wird abbiegen. So, na, ihr seht das hier, er biegt rechts ab. Fährt zu den Kisten und wird beladen. Wir benutzen hier, damit das Auto stehen bleibt, unsere Stopp-Signale. Das sind hier die ersten in der Liste. Die heißen einfach nur Stopp. So wie wir sie hier oben benutzen, ist das ein bisschen amateurhaft. Ich zeige euch das nochmal. Ja. Er hat 16 Benzin, biegt ab. Und hier ist noch viel Fuel drin. Er wird vollgepackt, aber er bleibt da nicht stehen, bis er einen bestimmten Wert hat. Sondern die Stopp-Signale, wenn man die ohne Schaltung benutzt, funktionieren so, dass sie da nur 3 Sekunden lang stehen bleiben. Ich meine, für so einen kleinen Kreislauf hier reicht das, aber manchmal wollen wir natürlich, dass ein bestimmter Wert an Benzin da reingeladen wird, damit die nicht irgendwo auf der Strecke quasi verenden. Das machen wir hier oben mit so einer ganz simplen Schaltung. Und das Ganze funktioniert so. Ich möchte erstmal, dass einer unserer Fahrzeuge auf das Stopp-Signal hier oben fährt und dort stehen bleibt. Deshalb lösche ich mal den grünen Pfeil dahinter, damit er da stehen bleibt. Was jetzt passiert, wie ihr sehen könnt, ist, dass der konstante Kombinator hier unten uns 3 Buchstaben anzeigt, C, F und E. Diese 3 Werte, die er uns anzeigt, beziehen sich auf das Fahrzeug, das gerade auf dem Stopp hält. Ganz wichtig dabei ist, ihr müsst diesen Stopp und den Kombinator nicht miteinander verkabeln. Das geht gar nicht. Ja, ich hole mir mal kurz ein paar Kabel, die brauche ich gleich eh. Pack mir die hier unten ins Inventar. Wenn ihr seht, ich kann den konstanten Kombinator anklicken, ich kann dann hier aber nicht auf das Stopp klicken. Geht nicht. Damit der Kombinator sich dieses Stoppschild anguckt, muss er in die richtige Richtung gedreht sein. Ich habe ihn jetzt mal nach rechts gedreht. Oder nach unten oder nach links. Komischerweise liest er das jetzt trotzdem aus, aber das kann sein, einfach weil er das noch im Speicher hat. So, jetzt habe ich ihn weggedreht. Na, jetzt seht ihr, zeigt er uns nichts an. Weil er jetzt dieses Feld hier anguckt, weil er in die rechte Richtung guckt. So, das heißt, er muss in die richtige Richtung gucken. Und jetzt zeigt er uns auch wieder diese Werte an, C, F und E. Was hat es damit auf sich? C ist ein bisschen schwer zu erklären und könnt ihr im Grunde außen vor lassen. C ist nicht wichtig. F bedeutet, wie viel Treibstoff dieses Fahrzeug noch geladen hat.
Wenn wir uns das Fahrzeug angucken, der hat 16 Solid Fuel im Inventar, oder in seinem Tank, um genau zu sein. Und das sagt uns dieses F. 16 Einheiten Sprit. Und das E, könnt ihr sehen, zeigt der konstante Kombinator hier an, aber hier rechts zeigt er ihn nicht an. Das liegt daran, dass der Wert momentan 0 ist. E zeigt uns nämlich an, wie viel Energie das Equipment des Fahrzeugs noch geladen hat. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel 4 Batterien reinhau und ein paar Solarpanels und hier rausgehe, dann werdet ihr sehen, dass jetzt das E hochgeht. E sind wir jetzt bei 400.000, jetzt sind wir bei 500.000, 600.000, 700.000. Das zeigt uns also die restliche Energie des Fahrzeuges an, was eventuell wichtig sein kann bei den elektrischen Karts. Ich benutze hier ja nur welche mit Treibstoff. So, was wir jetzt machen wollen ist, dass dieses Fahrzeug hier stehen bleibt, bis der Tank, sagen wir, 100 Einheiten Treibstoff geladen hat. Und das machen wir wie folgt. Wir haben hier unten einen Decider-Kombinator, einen Entscheider-Kombinator platziert. Und den stellen wir wie folgt ein. Wenn, und dann suchen wir nach dem Signal F für Treibstoff, das uns ja der konstante Kombinator gibt, wenn F, also der Treibstoff, unter 99 ist, gib uns, ganz wichtig, ein rotes Signal. Das muss rot sein. Das bedeutet, bleib stehen. Ja, wenn wir ein rotes Signal auf so ein Stoppfeld projizieren, nenne ich das mal, dann wird das Fahrzeug dort stehen bleiben. Das schließe ich jetzt an. Der konstante Kombinator gibt seine Information in den Entscheider-Kombinator, damit der Entscheider-Kombinator entscheiden kann, ob er rotes Licht gibt oder nicht. Und dieses rote Licht, das wir dann bekommen, geben wir zurück in den konstanten Kombinator. Nicht irgendwie aufs Feld, wie gesagt, das kann man nicht verkabeln, sondern es muss in den konstanten Kombinator. Und was jetzt passiert ist, der konstante Kombinator gibt ein rotes Licht aus. Und wenn ich hier jetzt die Straße fortführe, darf dieses Fahrzeug nicht weiterfahren, weil der konstante Kombinator sagt rotes Licht. Zeigt uns leider nicht an, aber es ist da. Von diesem Decider-Kombinator geht das rote Licht in den konstanten Kombinator. Das ist erhält das Stoppschild quasi, das Stoppfeld, und sagt dadurch dem Fahrzeug darauf, du darfst nicht weiterfahren. Drehe ich jetzt den Greifarm hier hin, wird der Greifarm anfangen zu arbeiten und packt jetzt hier Treibstoff rein, bis wir die 100 erreicht haben. Pop, 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 pop. So, und jetzt kriegt das Fahrzeug grünes Licht und darf weiterfahren. Jetzt wurde ein bisschen mehr als 100 reingeladen, was mich persönlich nicht stört. Wenn ihr das wollt, dass genau 100 reingeladen werden, müsst ihr das hier ein bisschen anders machen. Ihr seht halt, der Greifarm arbeitet noch kurz weiter, nachdem die 100 schon erreicht sind. Wieg ab. War ich schnell genug? Ja. Wenn ihr das erreichen wollt, dann macht den Ausgang von dem Decider noch zum Greifarm und sagt dem Greifarm, du darfst nur arbeiten, wenn rotes Licht größer ist als 0. Ja, ganz einfach. Solange jetzt rotes Licht ist, das heißt, solange Treibstoff unter 100 ist, darfst du arbeiten. Sobald Treibstoff über 100 ist, zack, hörst du bitte auf zu arbeiten. Dann arbeitet er noch einmal, aber dann ist vorbei. Gut, das sind also diese Stoppschilder. Ja, dadurch kann man Informationen des Fahrzeugs rauslesen und dafür benutzen, dass man so eine Tankstelle baut. Das ist schon ganz praktisch und das werden wir gleich auch noch beim Transport von anderen Gütern so benutzen. Deshalb war das wichtig, dass ich euch das mal ein bisschen detailliert zeige. Das nächste Feld, das wir uns angucken, ist das Two-Way-Path-Straßending. So, das hat einen Pfeil nach links und rechts, beziehungsweise nach oben und unten. Und ihr seht das hier unten, ich habe hier unten so ein Feld platziert. Das sagt im Grunde nichts anderes als, dieses Feld darf von beiden Seiten aus befahren werden. Wir sehen hier, eines unserer Fahrzeuge kommt von rechts und fährt jetzt nach links. Und das andere kommt von unten und fährt dann nach rechts. Und es dürfen beide über dieses Feld fahren. Hätte ich hier einfach nur einen ganz normalen Pfeil platziert, ja, dann würde Folgendes passieren. Der fährt jetzt hoch, kommt hier rüber, fährt dann hier auf das Feld und das sagt ihm, dreh um. Und zack, da würde er umdrehen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern wir wollen so ein Feld benutzen und dafür sorgen, dass das Fahrzeug hier in beide Richtungen weiterfahren dürfen. Das nächste interessante Feld ist dieser Doppelpfeil. Das ist im Grunde eine Kurve. Die sorgt dafür, dass Fahrzeuge gut um Ecken kommen. Wir können das hier sehen. Dieses Fahrzeug fährt entlang des Pfeils. Also sie versuchen immer dem Pfeil zu folgen. Der hier fährt in diesen Pfeil rein, aber der Pfeil nach oben nimmt Priorität und sendet ihn nach oben. Dieser hier kommt in Fahrtrichtung und fährt deshalb geradeaus weiter. Und hier fährt er
entgegen des ersten Falls, aber der zweite Fall sagt ihm dann, big up. Ist ein bisschen schwer zu verstehen, wirklich. Also ist auch schwer zu erklären. Damit muss man einfach ein bisschen rumexperimentieren, aber das sorgt im Grunde dafür, dass wir Kreuzungen und so weiter was bauen können. Da muss man ein Gefühl für haben. Im Grunde, jedes Fahrzeug, das auf so ein Feld fährt, wird einem der Pfeile folgen. Entweder es fährt so wie jetzt gerade rüber, oder es nimmt die Abzweigung, wenn es nicht gerade rüberfahren kann, ne? Er hier kann nicht geradeaus rüberfahren, also nimmt er die Abzweigung und der hier kommt, kann über den ersten rüberfahren und geradeaus weiterfahren, also dem oberen Pfeil hier folgen, der von rechts nach links zeigt. Hier gibt es keinen Pfeil, der von rechts nach links zeigt, aber einen, der von unten nach oben zeigt, also folgt er dem nach oben. Muss man ein bisschen mit rumexperimentieren, ist ein bisschen kompliziert. So, eine andere tolle Sache, die wir machen können, ist, wir können Transportbänder über den Pfeilen platzieren. Ja, das heißt, diese Pfeile sind keine Entität, also kein Gebäude an sich. Wir können andere Gebäude darüber bauen, wodurch wir hier so einen Geschwindigkeitsboost bekommen. Ja, die Pfeile sind immer noch da unter. Ich baue leider so schnell ab, dass es extrem schwer ist, nur das Förderband abzubauen. Aber ihr seht, wenn ich ganz kurz nur die Maustaste drücke, bleibt der Pfeil liegen. Ja, also wir haben den Pfeil und können Förderbänder darüber platzieren. Und die Pfeile bleiben trotzdem da. Jetzt haben wir hier unten einen kleinen Stau. Ich lösche mal hier das eine Fahrzeug, damit die weiterfahren können, damit ihr das nochmal seht. Sobald die hier aufs Förderband kommen, kriegen die einen guten Geschwindigkeitsboost, womit man die echt ein bisschen schneller hinbekommt. Sehr, sehr cool. So, die Bewegung haben wir fast abgeschlossen. Um die Dinger richtig zu bewegen, gibt es aber noch ein richtig mächtiges Tool. Das sind die sogenannten Sticker. Das sind diese Dinger hier. Die funktionieren wie folgt. Die können wir einfach auswählen, nachdem wir sie gecraftet haben, und irgendwo auf unserer Strecke platzieren. Irgendein Feld. Das geht nicht nur auf den grünen Pfeilen, das geht auch auf den weißen Pfeilen, auf den Eckpfeilen, das geht auf jeden von diesen ganzen Pfeildingern. Dann haben wir hier so eine, auf unserer Strecke so ein ganz kleines Feld. Den Sticker. Den können wir anklicken und irgendein Item auswählen. So. Ich lösche den Sticker jetzt nochmal, weil ich habe hier unten schon zwei Sticker platziert. Eisenerz-Sticker und Kupfererz-Sticker. Ja? Der hier hat ein Eisenerz und der hier hat ein Kupfererz. Wenn ich jetzt hier hochgehe, sehen wir hier oben drei unserer Fahrzeuge. Das eine Fahrzeug hat 500 Eisenerz geladen, das nächste hat 500 Kupfererz geladen und das letzte hat 500 Steine geladen. Und wir wollen jetzt, und damit sorgen wir mit den Stickern, dass das Eisenerz hier landet, das Kupfererz dort landet und die Steine nach unten durchgefiltert werden. Und was jetzt passiert ist, wenn wir den Dingern Treibstoff geben, zack, 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 machen die sich alle dran und fangen an, sich zu bewegen, folgen der Strecke, so wie sie sollen. Der erste, der kommt, ist der mit Kupfererz. Der fährt jetzt über dieses Feld mit dem Eisensticker. Ignoriert dieses Feld aber, weil er kein Eisen im Inventar hat. Das Kupferfeld allerdings triggert ihn und er biegt ab. Weil dieser Sticker guckt, was hat das Fahrzeug in seinem Inventar. Und wenn es Kupfer hat, dann soll es hier abbiegen, dann soll es auf mich hören. Wenn es keinen Kupfer hat, dann soll es mich ignorieren. Deshalb ist der mit Kupfer hier nach links abgebogen, der mit Eisen jetzt nach rechts abgebogen und der mit Stein hat weder auf diesen Pfeil noch auf diesen Pfeil gehört und ist einfach durchgefahren. Das heißt, mit diesen Stickern kann man sehr geschickt, wenn man ein bisschen überlegt, dafür sorgen, dass die einzelnen Fahrzeuge in die richtige Richtung fahren, dahin, wo sie gebraucht werden. Das Ganze lässt sich auch mit diesen G1, G2, G3, G4 und G5 Dingern hier unten kombinieren. Man kann nämlich Fahrzeuge nehmen. Ich nehme jetzt mal den unteren. Und in sein Grid, also in seine Ausrüstung hier, zum Beispiel ein G1 packen. Und es ist wahrscheinlich am besten, wenn ich einmal kurz lade, um euch das nochmal zu zeigen. Man kann das nämlich auch anders machen. So. Lade. Und zwar wie folgt. Statt dass wir mit den Stickern mit Eisen oder Kupfererz arbeiten, suchen wir hier jetzt nach G1. Und hier unten sagen wir, suchen wir nach G2. Damit lassen sich die Fahrzeuge gruppieren. Ich gebe zum Beispiel dem mit Eisenerz ein G1 in seine Ausrüstung und den mit Kupfererz auch ein G1 in seine Ausrüstung. Und dem hier gebe ich ein G2 in die Ausrüstung. Und jetzt müsste das, wenn das alles richtig klappt, genauso funktionieren wie vorher. Wir haben hier G1, wir haben da G1 und da G2. Das heißt, hier kommt jetzt erstmal ein G1, fährt durch und müsste jetzt hier rechts abbiegen, weil dieses Feld guckt, hey, alle Fahrzeuge, die der Gruppe 1 angehören, sollen nach rechts. Jo, der hier hat auch ein G1, wird auch nach rechts abbiegen.
Jetzt kommt die G2 und biegt nach links ab. Weil wir keinen ohne Gruppierung haben, fährt auch keiner durch. Das heißt, so kann man die auch ganz gut steuern. Nachdem wir jetzt alle Möglichkeiten fest und uns angeguckt haben, wie man die Fahrzeuge bewegen kann, gucken wir mal, wie man sie beladen und entladen kann. Und dann wisst ihr auch schon alles, was ihr wissen müsst, um diese Mod zu benutzen. Nachdem wir uns jetzt angeguckt haben, wie wir unsere Fahrzeuge bewegen, gucken wir uns mal an, wie wir sie be- und entladen können. Dazu gibt uns das Spiel eine ganze Reihe weiterer Stoppschilder. Bis jetzt haben wir nur mit dem normalen Stoppschild gearbeitet, aber hier unten kommen noch 5 weitere. Wir gucken uns jetzt die Loading Stop und die Unloading Stop an. Das ist einmal hier das Stoppschild mit dem Plus und einmal das Stoppschild mit dem Minus. Hier oben arbeiten wir mit dem Plus, hier unten mit dem Minus. Was habe ich hier gebaut? 3 Fahrzeuge fahren immer im Kreis. Wir können das hier sehen. Ich habe hier eine kleine, eine Umleitung gebaut. Wenn dieses Feld, wenn dieses Stoppschild besetzt ist, sagt der orange Pfeil, hey, fahr drumherum. Dasselbe habe ich hier unten auch gemacht, einfach damit es zu keinem Stau kommt. So benutzt man diese Pfeile. Und wie diese Stoppschilder funktionieren, ist relativ simpel. Die Loading Station, also die Haltestation mit dem Plus, sagt, hey, liebes Fahrzeug, halt auf mir an und nimm dir alles von der angrenzenden Kiste, was deinem Filter entspricht. Ja, wir können hier sehen, es kommt ein Fahrzeug an und der hat Steine in seinem Filter. Und jetzt packt er sich nur Steine rein. Hier in der Kiste sind noch Eisenerz, Kupfererz und Kohle. Das bleibt da aber alles liegen. Er darf nur dieses eine Feld, was wir gefiltert haben, benutzen. Und da nur reinpacken, was der Filter ihm sagt. Und die Unloading Station, die Station mit dem Minus, funktioniert genauso. Ja, er hat jetzt hier 500 Steine und fährt jetzt nach hier unten. Ist da. Und diese Station sagt, hey, pack alles in die angrenzende Kiste, was gefiltert ist. Packe ich jetzt einfach als Beispiel hier noch 2000 Schaltkreise rein, wird er die nicht entladen, weil diese Haltestation nur mit den gefilterten Sachen funktioniert. Ganz, 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 ganz wichtig. So, Steine leer und er fährt weiter. Die Chips bleiben im Inventar, weil da kein Filter drauf ist. So, das heißt, die Plusstation sagt ihm, hey, halt auf mir, pack in die angrenzende Kiste alles, was, pack dir von der Kiste alles in deinen Kofferraum, wo du einen passenden Filter zu hast. Und das Minus sagt, hey, halt neben der Kiste, pack alles in die Kiste, was du in deinem Filter hast. Und ungefilterte Sachen werden von diesen beiden Stationen gar nicht beeinflusst. Wie ihr sehen könnt, funktioniert das alles ohne Greifarme. Ja, also die interagieren direkt mit der Kiste neben dem Stoppschild, ohne dass wir da einen Greifarm zwischenbauen müssen. Das ist auch so ein bisschen kontraintuitiv, das muss man einfach wissen. Ihr seht das, der parkt auf dem Stopp und packt ganz automatisch alles sehr schnell in die Kiste, ohne dass da irgendwie ein Greifarm ist. So funktionieren diese beiden Haltestationen. Die beziehen sich also auf gefilterte Items. Das nächste Stoppschild, das wir uns angucken, ist der sogenannte Storage Stop. Ja, der hat diese kleine Mülltonne. Den haben wir hier unten platziert. Hier oben wird auch ganz normal das, was gefiltert ist, eingepackt. Also in dem Fall jetzt zum Beispiel die Steine. Er packt sich jetzt hier die Steine rein. Ich bin aber mal so frech und tue hier nochmal 2000 grüne Schaltkreise in seinen Kofferraum. So, der packt sich jetzt die 500 Steine, die er transportieren kann, in den Kofferraum und fährt dann hier unten auf den Storage Stop. Und dieser Storage Stop sorgt dafür, dass alles aus dem Kofferraum rausgeladen wird. So, er kommt. Was nicht gefiltert ist. Alles ungefilterte Material. Die Steine bleiben allerdings liegen. Ja? Hier, die werden nicht ausgepackt, sondern er packt nur das raus, was nicht durch einen Filter gesichert ist. Quasi den ganzen Müll. Dafür ist diese Haltestation mit der Mülltonne. Pack alles raus, was nicht durch einen Filter geschützt ist. Der nächste Stopp, den wir uns angucken, das ist der Delivery Stop. Ja, das ist hier diese Station mit dem Fragezeichen. Funktioniert wie folgt. Wir haben hier unten die Kiste mit der Haltestation, mit dem Delivery Stop und einen konstanten Kombinator. Ja, dieses Fahrzeug hier, wir werden das sehen, hat jetzt momentan 440 Steine im Inventar. Fährt jetzt hier die Strecke hoch und fährt hier oben zu der ganz normalen Loading Stop. Packt sich also die Steine, bis er so viel wie er tragen kann, in diesen einen filtert Slot rein. Das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gesehen. Jetzt, wenn er voll ist, fährt er hier runter zu diesem Delivery Stop. Und wir haben hier eine Kiste und die wird jetzt bis 100 Steine vollgepackt, weil wir das Signal minus 100 Steine über einen konstanten Kombinator an die Kiste ranhauen. Ja, das heißt, über einen konstanten Kombinator fordern wir hier ähnlich wie in dem LTN-Mod
eine Menge an. Ja, jetzt sind hier 76 Steine momentan drin, 64, weil dieser Stack-Inserter halt hier nur langsam Steine rauspackt. Und wenn das Fahrzeug gleich von oben kommt, packt da so viel rein, wie wir hier durch das Minus-Signal rein sagen. Ich sage jetzt minus 200. Hier in diese Kiste sollen 200 Steine rein. Und das Fahrzeug hört auf, da reinzupacken, sobald 200 Steine in der Kiste sind. Ja, ganz wichtig, bloß nicht vergessen, wir müssen das mit einem negativen Signal senden. So viele Steine, wie in die Kiste sollen, müssen wir hier reinschreiben und dann Minus davor machen, damit die Kiste weiß, hey, ich muss auf 0 kommen. Minus 500 bekomme ich und ich darf aufhören, wenn ich auf 0 bin, dann höre ich auf anzufordern. Also eigentlich ganz einfach, gerade für die Leute, die das Logistic Train Network kennen, funktioniert im Grunde genauso wie ein Anforderungsbahnhof da. Wir verkabeln einen konstanten Kombinator mit der Kiste und sagen über das Minussignal, wie viel Items da rein sollen. Und das wird dann von dem Fahrzeug dort reingepackt. Und dann sind wir auch schon bei der letzten, bei dem letzten Stop, dem sogenannten Collection Stop. Ich tausche den hier oben mal aus und das sagt nichts anderes als, pack dir so viel aus der Kiste in dein Inventar, wie du kannst. Egal, ob es gefiltert ist oder nicht. Ja, der fängt jetzt an, hier alles rauszusammeln. Sagt, glaube ich, auch die Beschreibung. Genau. So viele Items wie nur möglich aus der angrenzenden Kiste in dein Inventar packen. Das heißt, er packt sich jetzt hier Steine rein. Wenn er keine Steine mehr hat, dann fängt er an, sich hier Kohle rein zu snacken. Und wenn er dann genug Kohle hat, dann wird er sich hier auch die restlichen Sachen, jetzt die Batterien, dann nimmt sich alles, was er finden kann. Dafür ist das Stoppschild. Und damit können wir unsere Viecher schon ganz gut bewegen. Wie man das ein bisschen dann einstellen kann, gucken wir uns jetzt hier unten noch in dem vorletzten Beispiel an. Wie man das Ganze zum Beispiel benutzen kann, zeige ich euch hier. Was hier passiert ist, wir haben hier ein einzelnes Fahrzeug, das momentan noch 4 Filter gestellt hat. 4-mal Eisenerz. Das werden wir aber ändern. Und zwar, sobald dieses Fahrzeug, das jetzt sehr langsam ist, weil ich die Spielgeschwindigkeit runtergestellt habe, bei diesem normalen Stop hier ankommt, haben wir einen konstanten Kombinator hier. Und hier senden wir das Signal T. T. Also wenn wir einen konstanten Kombinator haben, der das Signal T zu einem Stoppschild sendet, indem er in die richtige Richtung guckt. Sobald dieses Fahrzeug hier hält, wird sein Trunk, also Englisch für Kofferraum, eingestellt. Wir gucken uns das mal an. Ich lasse hier mal ein bisschen schneller fahren. Wir haben hier also das Signal T und dann haben wir Kupfer, Kupfer, Eisen, Eisen, Stein und Fusionsreaktor. Was nun passiert ist, dass dieses Fahrzeug zu dem Stopp fährt. Und dadurch, dass wir dieses Signal T senden, überschreiben wir die Filtereinstellung für seinen Kofferraum. Sehr praktisch und raffiniert. Das Ding fährt jetzt auf das Stoppschild. Und wir können es sehen, sobald es da hält, durch das Signal T, zack, umgestellt. Kupfer, Kupfer, Eisen, Eisenstein, Fusionsreaktor. Genauso wie wir es hier eingestellt haben in der Reihenfolge. Jetzt fährt er zu dem Loading Stop. Wir haben ja gelernt, Loading Stop sagt, er darf nur das reinpacken, wie er gefiltert ist. Ja, also nur die gefilterten Slots füllen. Wir haben hier in der Kiste allen möglichen Scheiß. Aber er macht sich jetzt dran und packt sich nur die gefilterten Slots voll. Wir erhöhen die Geschwindigkeit mal ein bisschen, dass wir nicht ganz so lange warten müssen. Von mir aus packen wir hier auch den Stein schon mal rein. Und das Kupfer, damit wir nicht ganz so lange warten müssen. So, jetzt packt er sich noch das Eisenerz kurz voll, damit sein Kofferraum gleich schön proppevoll ist. So wie wir das haben wollen. 500 Eisenerz sind drin. Die nächsten 500 Eisenerz packt er sich ein. Und dann kommt der Fusionsreaktor. Oder die 3 Fusionsreaktoren, die hier drin sind. Dann fährt er weiter. Zu dem nächsten konstanten Kombinator mit einem normalen Stoppschild. Hier sagen wir ihm, überschreiben wieder den Kofferraum und sagen, der Filter soll jetzt nur auf Kupfer-Kupfer gestellt werden. Wir gucken uns das an. Die hinteren Einträge werden entmarkiert, wegmarkiert und nur noch die beiden vorderen Kupfersachen bleiben. Jetzt fährt er auf eine Unloading-Stop. Da haben wir gelernt, packt er alles, wo die Filter eingestellt sind, raus. Also alles, was gefiltert ist, darf er bei einer Unloading-Station rauspacken. Jetzt packt er also das gesamte Kupfererz, weil das gefiltert ist, raus. Auch das beschleunigen wir ein bisschen. Zack, 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 zack. Okay, ist gleich fertig. Den Rest packt er natürlich nicht raus, weil hier keine Filter gesetzt sind. Jetzt lassen wir ihn zum nächsten konstanten Kombinator fahren. Der sagt ihm, Trunk einstellen auf Eisenerz, 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 Eisenerz. Was passiert ist, er fährt weiter. Die beiden Slots, die gefilterten, sind leer. Er fährt also weiter. Und jetzt überschreiben wir die ersten 4 Slots und sagen, alles soll nach Eisenerz gefiltert werden. Und zack, alles gefiltert. Ist eingestellt, er darf weiterfahren zu der nächsten Unloading Station. Hier darf er wieder alles auspacken, was gefiltert ist. Also macht er sich dran und packt in diese Kiste alles, was Eisenerz ist.
Und hier oben zu guter Letzt haben wir einen Storage Stop, also das mit der Mülltonne. Und da haben wir gelernt, da packt er alles raus, was nicht gefiltert ist. Wir beschleunigen also das Ganze. Zack, 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 zack. Er packt hier das restliche Eisenerz raus. Und sobald das draußen ist, weiß er, das hier soll drin bleiben, das ist ja nicht gefiltert. Er fährt weiter zu der Mülltonne und da packt er jetzt alles raus, was nicht gefiltert ist. Zack, 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 bis er ein leeres Inventar hat. Und deshalb habt ihr auch, oder jetzt seht ihr auch, warum er eben 4 Eisenerz als Filter hatte. Denn jetzt macht er sich dran, hat ein leeres Inventar, fährt wieder nach hier vorne, kriegt hier wieder seine Filtereinstellungen gesagt, fährt wieder zu der Kiste und wird sich alles rauspacken, was er findet und fährt so immer im Kreis und wird alles aus dieser Kiste automatisch auf diese Kisten aufteilen. Ja, also so kann man das zum Beispiel in einem Gameplay benutzen, dass man einen Ort hat, wo er etwas abholt und dann kann man die Filter einstellen und ihn so um die Base schicken. Man muss sich da schon Gedanken machen. Es ist nicht so einfach wie das Logistic Tray Network, aber ich finde das eigentlich ganz lustig und ganz witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ja, und im Grunde wisst ihr jetzt alles, was ihr wissen müsst, um diese Mod zu benutzen. Ich zeige euch nochmal, was ich mir hier aufgebaut habe, so einen kleinen Rundlauf mit ein paar Cards. Im Grunde sind das zwei unabhängig voneinander funktionierende Netzwerke. Ich habe hier einmal eine Straße, die äußere für Kupfer und die innere für Kohle. Ja, ich habe hier oben also eine Station, wo Kupfererz eingeladen wird. Das sind hier die äußeren Fahrzeuge, die ankommen. Die werden hier lang geleitet, fahren hier lang, biegen nach oben ab, kommen auf den weißen Pfeil, fahren durchs Tor. Und der grüne Pfeil sagt ihnen dann, die sollen nach oben fahren. Die sind alle, na der hier nicht, aber eigentlich sollen die alle so eingestellt sein. Ein Feld für Kupfererz und ein Feld für Kupferkabel. Und dann biegen die hier oben rauf, fahren auf den weißen Pfeil. Und der weiße Pfeil sagt den, fahr weiter geradeaus. Der blaue Pfeil sagt ihnen jetzt aber, wenn du abbiegen kannst, bieg ab. Das heißt, wenn hier irgendwo eine Parkbucht an einer Kiste frei ist, dann fahr dahin. Die orangenen Pfeile sagen ihnen, wenn du nicht nach oben abbiegen kannst, dann fahr weiter geradeaus. Da würde ich den hier wegnehmen, ihr könnt das sehen. Na gut, jetzt ist ja gerade ein Platz frei geworden, aber ich nehme hier die orangenen Pfeile mal weg. Naja, jetzt pendeln die sich gerade genau ein. Mal gucken, vielleicht klappt es hier. Dann würde der hier einfach stehen bleiben, weil er nicht weiß, wo er weiter soll. Ja? Deshalb brauche ich einen orangenen Pfeil, der ihm sagt, hey, wenn da oben besetzt ist, fahr weiter. Ich habe immer so Dreier-Parkbuchten. Ja? Diese Parkbuchten, ihr seht das, die Loading-Stops zeigen alle nach links. Das heißt, ihr seht das hier, die fahren hier immer links weiter. Wie hier, die rücken immer ein, fällt nach links auf. Da ist dann ein Pfeil, das sagt ihm, fahr geradeaus drüber. Die ignorieren natürlich den orangenen Pfeil und fahren weiter. Fahr nach unten. Und der Pfeil sagt ihnen dann, fahr nach links durch. Und dann kommen sie hier wieder auf den Hauptpfad. Das heißt, so habe ich mir eine Parkbucht aufgebaut. Es sieht ein bisschen verwirrend aus, aber wenn man das selber baut, kommt man da eigentlich relativ schnell hinter, wie das aussehen muss und wie das funktioniert. Ich habe hier überall diese Parkbuchten, wo sie reinfahren, wenn frei ist. Und dann bleiben sie da so lange stehen, bis ihr Kupfererz voll ist. Wie bei ihm hier. Er hat jetzt volles Kupfererz, fährt jetzt nach links. Der Pfeil sagt ihm, fahr nach unten. Der Pfeil sagt ihm, fahr nach links durch. Dann kommt er hier auf den Hauptpfad. Diesem Hauptpfad folgen sie bis nach hier unten, fahren hier drumherum, weil diese innere Linie, wie gesagt, für unsere Kohlefahrzeuge ist. Ihr könnt das hier sehen, hier sind Fahrzeuge mit Kohle. Und die packen dann, wenn die Kisten hier nicht voll wären, würden die dann hier ausgepackt werden. Und die Kohle hier in die Kisten, um meine Boiler zu befeuern. Aber wir wollen uns eigentlich das Kupfer angucken. Also die Fahrzeuge hier mit vollem Kupfer fahren dann hier unten lang. Und hier unten führe ich beide Strecken einmal kurz zusammen. Denn hier haben wir ein Feld mit einem Kohlesticker. Das heißt, die Fahrzeuge mit Kohle biegen nach links ab. Die Fahrzeuge ohne Kohle fahren nach unten weiter, weil die natürlich den Kohlesticker ignorieren. Also das Feld mit dem Kohlesticker. Das heißt, unsere Kupfererzfahrzeuge fahren nach unten durch und fahren dann hier weiter. Hier unten ist die Kohlebeladestation. Das heißt, alle Fahrzeuge mit, wo haben wir einen? Hier oben kommt einer mit Kohle gefiltert. Fahren jetzt hier runter. Die sind jetzt leider alle voll, weil da oben die Kisten voll waren. Aber hier, ich kann das auch mal rausnehmen. Ja, der hat das Kohle gefiltert, also fährt er nach links. Hier unten ist dann die Kohleparkbucht. Die werden hier unten also alle mit Kohle vollgepackt. So, und das heißt, hier machen sich dann alle Fahrzeuge entweder mit Kohle oder mit Kupfer voll auf den Weg. Hier mit Kupfer fahren hier außen lang. Hier habe ich, ja, ineffektive, sag schnell, Tankstellen gebaut. Die funktionieren so nicht, wie ich sie gebaut habe.
Die hätte ich ein bisschen anders aufbauen sollen, aber die Idee dahinter ist klar. Hier sind die blauen Pfeile jeweils hier unten und da oben, die sagen, hey, wenn du wenig Treibstoff hast, dann fahren die Parkbucht, fahr rein, lass ich mit Benzin vollladen und fahr wieder raus. Aber ich arbeite hier ohne Schaltung, weil ich das erst danach gelernt habe. Also das funktioniert so nicht, aber wie das mit den Tankstellen funktioniert, habe ich euch ja gezeigt. So, dann fahren die Fahrzeuge mit Kupfer weiter hier nach oben. Zum Beispiel wie der hier. Und hier oben filter ich, hey, alle, die Kupfererz haben, ja, wie er hier, die sollen nach unten. Und sobald er hier durchfahren darf, komm, jetzt aber, fahr runter. Zack, hat sich vorgedrängelt. Fährt er hier unten in den Kupferentladebereich, ja? Er bringt seine 500 Kohle, Kupfererz hier runter. Und hier unten habe ich eine kleine Fabrik gebaut, die einfach nur Kupferkabel herstellt. Und hier habe ich die Fragezeichen-Stops, also Delivery-Stops, die nur das rauspacken, was in den Kisten angefordert wird. Ich fordere überall minus 2000 Kupfererz an. Er bringt jetzt seine 500 hier unten hin. Das habe ich auch alles so gebaut, dass er die fertigen ignoriert. Und jetzt hier, da ist frei, da darf er reinfahren. Und jetzt macht er sich dran und packt in die Kiste sein Kupfererz, das hier reingepackt wird. Und dadurch kann unsere Kupferdrahtfabrik anfangen zu arbeiten. Die werden hier draußen dann rausgepackt. Und hier draußen habe ich das quasi nochmal umgedreht gebaut. So dass die Fahrzeuge, die hier parken, sich das gefilterte Feld mit den Kupferdrähten vollpacken können. Ich mache jetzt noch nichts mit den Kupferdrähten, das heißt, die Dinger laufen im Grunde einfach nur voll. Deshalb sind hier ganz viele mit 1000 Kupferkabeln, die quasi schon fertig beladen wurden, weil ich die nirgendwo auslade. Ja, aber so kann man das machen. Die fahren dann wieder raus, werden hier über den weißen Pfeil wieder nach draußen geleitet, kommen hier wieder auf den grünen Pfeil, fahren dann wieder hier lang, biegen oben ab und fahren hier wieder in die Kupfererzherstellung. Das heißt, so könnte man das zum Beispiel machen. Aber die Anwendungsmöglichkeiten, das ist natürlich ganz auf eurer Basis basierend, wie ihr das benutzen wollt, wofür ihr das benutzen wollt. Ich bin ja nur da, um euch zu zeigen, wie es geht. Was ihr im Endeffekt mit dem Wissen macht, das ist euch überlassen. Ja, aber damit kommen wir auch schon wieder zum Ende. Ich finde die Mod sehr lustig. Ich spiele die tatsächlich in meinem aktuellen Spielstand auch. Hab sie aber noch nicht erforscht. Da spiele ich ja mit 30 mehr Science Packs. Findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal oder dann live auf Twitch. Und was mich zum Ende des Videos bringt, und ich bedanke mich fürs Zuschauen und möchte euch nochmal freundlich darauf hinweisen, Amazon-Käufe, MMOGA-Käufer, gerne über die Links unten in meiner Videobeschreibung, falls ihr euch da was gönnen möchtet. Unterstützt mich finanziell, kostet euch nicht mehr, und sonst lasst mir ein Like oder ein Abo da. Ich freue mich, wenn ihr einen Kommentar schreibt, und lasst euch auf Twitch blicken, und das war's eigentlich von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr habt was gelernt, und wir sehen uns spätestens nächste Woche. Tschüss!